Menschen und wilde Tiere streiten immer heftiger um ihren Lebensraum, auch in Nairobi. Mitten durch Nairobis Nationalpark verlaufen nun Gleise für eine neue Zugverbindung. Die Natur muss weichen angesichts der Wirtschaftsinteressen der Menschen. 1970 lebten hier 10 Millionen Menschen. 55 Millionen sind es heute. Auch die Zahl der Elefanten ist aufgrund des erfolgreichen Kampfes gegen den illegalen Elfenbeinhandel gestiegen. 8% des Landes für Nationalparks sind für sie jedoch zu wenig. Und immer mehr Wanderwege für wilde Tiere gehen verloren. There are roads coming up all over the place. There are towns coming up all over the place. There are farming coming up all over the place. Human population is also increasing. Livestock population is also increasing. Competition for grass, competition for water, competition for space. We've been reducing the space for wildlife. Simba anakula ng'ombe, anakula mbuzi, ndofu anaua sisi, tukua tunakaaje. Hapa ni mbaya. Ist ein Zusammenleben von Menschen und wilden Tieren noch möglich? Und zu welchem Preis? Im Südosten Kenias wird das Leben der Bewohner zwischen den beiden Tsavo-Nationalparks schwieriger. Seit 2 Jahren bauen Henry und seine Frau an einem seltsam anmutenden Gerüst aus Holz. Sababu nikae juu niweze kuona juu kama mnyama anakuja kukula mimea ya shambani. Für sie ist dieser Turm lebenswichtig. Naishi na woga sana kwanza vile brother aliuliwa na hiyo ndovu ilinitia woga mpaka hata pia inanigharimu kumpeleka mtoto na pikipiki shuleni. Der Unfall seines Bruders war morgens auf einer Straße nahe seiner Arbeit. Yani kama walikutana tu ghafla. Sasa ikamataki na ndo wale waliposikia nduru kuenda tu walipata ashamalizo. Akavunjwa shingo, mkono, yani alivunjwa viungo ili mgonga. Ilimgonga several times. Hiyo ilikuwa ilishutua hata paka saiwa na fili kama bado hajakufa. Nikiona kaburi ndo anaona kweli ameenda. Yani bado imenitingisha paka dakika hii. Heute muss er alleine für die Familie seines Bruders sorgen. Das ist kaum zu schaffen. All seine Anträge auf Entschädigungszahlungen blieben bislang ohne Antwort. Der Staat sollte eigentlich Abfindungen für die Toten und Verletzten zahlen, ist aber seit Jahren im Rückstand. Die Regierung schuldet den Familien der Opfer von Wildtieren bis heute über 20 Millionen Euro. Die Maisernte steht an und lockt jede Menge Elefanten an. Mimi naelewa ni kama bahati mbaya. Uweze laumu mtu. Mimi ni walindwe. Maana sasa kila nikimuona nani ya brother inakuja, ile picha yake inakuja. Yaani kila kitu kikiwa problem ni lazima iangalie solution nini. Lakini sasa ikichukua muda mrefu solution haipatikani. Unazidi kuumia. Solange verteidigen die Bauern sich so gut sie können. Ambayo manati inanisaidia kwa kufukuza ndovu, kufukuza nyani na ndege, wala ambao wanaharibifu wa mimea. Kimgonga nayo, sana sana kama ndovu, huwa ninalenga masikio. Ama kwa bahati nzuri patikana ile meno yake, ile pembe yake. Pia ukipata pembe ya masikio, inageuka haraka sana na inakimbia. Huwa natengeneza mingi. Sababu sasa najua nikiwakisha moja, nikirusha, lazima hata kama ziko ngapi zinaenda. Ndovu ni kujitolea na utoe uoga. Hataki mtu muoga. Ikiwa ni muoga, hutazana na ndovu. Hapa niliamua sababu naona hii shamba, ni shamba ambayo iko very fertile. Sababu ndovu hazikuwa rafiki. Ndovu lazima awe ni adui. Sababu kama napanda mimea na kuja na naharibia mimea yangu, nimepanda chakula changu na kuja kuharibu. Nyani pia hivyo hivyo. Wanakuja na haribu mimea yangu. Utakuwa rafiki namna gani?
Sasa kule kuua ndio siwezi, lakini kama ningekuwa na uwezo wa kuua naua. Sababu wanajali wanyama wao kwa vile wanajua huo ndio uchumi wao, ndio uchumi wa Kenya. Hapo ndio wanafaidikia. Wengi hata mimi sasa hivi zangu zilio last year zilio karibu a quarter acre. Lakini paka leo hakuna kitu, sijapata ripoti yote ama nitalipa ama sitalipa. Wanawajali wanyama wao sana. Sahi hata wewe binadamu sahi ulio na ndovu hapa hawata KTW watakuja. Lakini ndovu ikiuliwa hapa tunaona hata ndege zinatoka Nairobi zinakuja hapa. Na wakubwa wote wanakuja kwa hiyo ndovu iliyo vipi? That clash of communities with elephants is really quite aggressive and it's mostly happening at night, which heightens the worry and the fear from the community members themselves. Because when they see elephants come, they can throw stones at them, they can throw spears. So elephants, they take a very negative reaction to that. That's when the elephants become highly dangerous and they can kill people because it doesn't take long for an elephant to just charge at someone. They can cover ground very fast and people do get killed. In Kenya, we have a feeling that it's getting worse, that the data is really hard to collect on human-elephant conflict. Not all incidences are recorded. So the records that we have are the absolute minimum of what's happening, and we can see that there's an escalation in conflict. We're now in a situation where human-elephant conflict is the main cause of death and the main cause of injury for elephants. Lucy King hatte die auf den ersten Blick verrückt erscheinende Idee, Bienen als Schutz vor räuberischen Elefanten einzusetzen. Denn sie hatte gehört, dass Elefanten sich niemals Bienenkörben nähern. This is what we saw when we first played the bee sounds to elephants. We have this family resting under a tree and as the bee sounds come out, you can see the females starting to react with it. And one of the females on the left actually kicks one of the youngsters to say, get up off the ground, there's a threat. And one female triggers a retreat. And then quickly the others follow, followed by the matriarch at the back, who's got her head really lifted high and very, very conscious of this threat that her family are under. They disappear. They really reacted as dramatically as we had theorized, and they started to run away. And I was like, wow. Dieses Experiment wurde oft wiederholt, mit demselben Erfolg. Aber warum haben die Riesen vor Bienen solch eine Heidenangst? Doesn't seem real because elephants have such thick skins, about 2 centimeters thick, but they can sting around the watery areas, which are largely the eyes, up the trunk, in the mouth. African bees are particularly aggressive and as they sting, it releases a pheromone on the sting patch that triggers the other bees in the colony to come and attack the same site. So that moment is what the elephants are really scared of. It's probably not one bee sting. It's probably the fear of one bee sting leading to 15, 20, 100 bees coming back to the same site. Diese Entdeckung von Lucy King hat das Leben dieses Bauern verändert. Lange war er verzweifelt, denn die Elefanten haben in 15 Jahren einen Großteil seiner Ernte zerstört. Huwa ulikuwa grupu ya ndovu 18 na mtoto mmoja mdogo. Huo mwaka walikuja, wakakuwa piga mabati ndio wanakuja, kiwasha moto ndio wanakuja. So kulikuwa kuna njia yote ya kuwafukuza. Walikula shambani wakamaliza wakakuja kwa nyumba. Walivunja nyumba kwa sababu pojo ilikuwa ndani ya nyumba. Poteza kila kitu kwa sababu si nyumba iko na vitu zote na wameangusha ukuta. So kitanda imevunjika kila nguo. So nilianza maisha tena upya. So ninaua na mdomo. Fadhali niua lakini siwezi kuua ile physically, huwezi. So ilikuwa kero kubwa. Lucy King schlug ihm vor, die Elefanten mit Hilfe von Bienenstöcken von seinem Feld abzuhalten. Das kuna pinga yote, lakini kwa majirani ilikuwa wananiangalia nasema huyu jamaa atauliwa na nyuki. Unajua nyuki wanaua, nikamwambia hapana. Wacha wanue, wacha niweke wanue. Ndovu walikuwa wanapita katikati ya shamba lakini walipopata mizinga wakaanza kuhama njia. Mimi sasa niko na kinga tatu, niko na mizinga, niko na sunflower, niko na pilipili. Ile wasiwasi na ndovu sasa sina. Hawakuli sunflower,
hawakuli pilipili, hawakuli nyuki. Usimchezo imeisha. Nimejifundisha kuishi na ndovu. Lucy Kings Team bildet die ärmsten Bauern zu Imkern aus. Für sie ist der Verlust einer Ernte wegen der Elefanten eine Tragödie. Eine Honigernte aber von großem Wert. Mit Bienenstöcken lassen sich die Elefanten in 80% aller Fälle aufhalten. Bei den restlichen 20% sind die Bienen der Trockenheit oder Pestiziden zum Opfer gefallen. Und so erweist sich diese Lösung für kleine Bauernhöfe als besonders wirksam. We have people queuing up for beehive fences. We don't have enough. The trick is not for us to grow beehive fences all over Africa, it's to bring in partners and let partners build their own beehive fences and help a wide network of communities. And that's the aim for us. It's spreading the idea. Bei den Maasai weiter im Westen sind Löwen das Problem, die ihr Vieh bedrohen. Track of us, sub-adult. When a pride consists of sub-adults, the lioness like want to hunt every time to make sure that the sub-adults and the young ones will get food. And the livestock are the easy predator for them. It's good and bad news at the same time, because the lion population is growing and the conflict will come high also. Yeah. Konflikte zwischen Menschen und Löwen sollen die Simba-Scouts schlichten. Und deshalb müssen sie jeden Tag die Routen der Raubtiere verfolgen. Einige Löwen tragen GPS-Sender. Gestern waren sie noch Löwentöter. Heute verfolgen diese Maasai-Krieger sie zu ihrem eigenen Besten. Sie warnen die Hirten und vertreiben die Löwen, wenn nötig. We mock on the lion with the like spear, then the lion think that we are killing like the same old the moral to do then they run away. Alle Ältesten haben Löwen nach der heute verbotenen Tradition getötet. It's not easy begging people and every time, because you find that the carcass is there and the land is not far from there. So begging people sometimes is a very hard thing. Sometimes they even fight us, and we don't fight them back because we are looking for peace between the lion and them. Wildtiere retten, ohne dabei den Menschen im Blick zu haben, ist zum Scheitern verurteilt. Die Tierschützer haben das verstanden. Die meisten Organisationen zahlen beim Verlust von Viehentschädigungen. I can tell you the kind of losses they are incurring for having predators in their land is enormous. So the little money we are paying is just to say sorry and to stop them thinking about retaliation. Heute haben die Ranger viel mehr mit der Schlichtung von Konflikten zwischen Bewohnern und Wildtieren zu tun als mit illegalem Handel. Und das bei Tag und Nacht. Nachts überfallen die Elefanten auf der Suche nach Futterplantagen. Die Ranger verjagen sie, damit die Bewohner es nicht selbst tun, und brutaler. Diese nächtlichen Probleme will die Stiftung Big Life mit 110 Kilometer Elektrozaun nahe des Amboseli-Nationalparks bekämpfen. Er schützt die Bewohner vor Plünderungen durch Elefanten. Und gleichzeitig auch die Wanderwege der Tiere. Das reicht nicht immer aus. This is one of the crazy crop raiders who don't get enough of the green pastures. And he gets some smells from the farms, so you find him by all means. He tries to break the fence and go into the farm.
Die Elektrozäune müssen ständig gewartet werden und kosten daher eine Menge Geld. Eine Lösung für das ganze Land sind sie daher nicht. Kleinbauern haben ihr Land zu einem Schutzgebiet für Elefanten zusammengelegt. Anbauen dürfen sie dann dort nichts mehr und auch kein Vieh mehr weiden. Erhalten dafür aber eine bestimmte Pacht, je nach Vereinbarung mit den Tourismusunternehmen. Nach Corona sind diese für die Tierwelt sehr wichtigen Schutzgebiete auf Gemeindeland bedroht. Die Touristen blieben aus, die Einnahmen größtenteils auch, und das bringt das ganze System ins Wanken. Eine weitere Bedrohung der Schutzgebiete ist eine Agrarreform, die den Maasai ehemaliges Gemeindeland übereignet. Für die Ärmsten ist da die Versuchung groß, ihr Land an den Höchstbietenden zu verkaufen. Den großzügigen Angeboten der Agrarindustrie können sie nur schwer widerstehen. Deren gigantische Farmen breiten sich immer weiter aus. Das Land wird für riesige Felder mit Avocados oder Tomaten für den Export aufgekauft. Die schnell wachsende, mächtige Agrarindustrie braucht sehr viel an Wasser und Pestiziden. Und das wiederum schadet der Tierwelt. We have bigger commercial farms coming up. Even in the middle of wildlife dispersal corridors, again reducing the space for wildlife. They fenced, so they divert the migratory route of elephants. So you find elephants going to areas they never used to go. And this has increased the incidence of people being killed. Diese Maasai-Familie erlebt eine Tragödie. Vor 6 Monaten kam eines ihrer Kinder ums Leben, ein 12-jähriger Junge. Daraufhin wollten alle Männer der Familie den Elefanten töten. Dieser junge Mann wurde bei einem Angriff schwer verletzt. Sie haben alles verloren. Da kann man verstehen, dass sie nicht viel halten vom Tiertourismus, der 10% des Bruttoinlandsproduktes ausmacht. Sisi, tulikuwa tunangalia tu wanyama. Tunajua ni wanyama. Wanyama mesidi sahi. Kwa sababu, isi makampuni wanaletea wasungu anakuja, na anakuja kulisema analete muradi. Nimpaya sana, nimpaya. Nimpaya kama anafuga wanyama paka anakuwa watu, anauwa watu. Sijajua kama kasi ya serikali ni kulinda wanyama, si kulinda watu. Die Racheakte fordern auch indirekt Opfer. In dieser Auffangstation in Naivasha leben vergiftete Raubvögel. Nur wenige der überlebenden Tiere können wieder ausgewildert werden. Wegen giftigen, eigentlich für Löwen gedachten Viehkadavern sterben auch viele Geier. You know, 200 vultures dying off one carcass is not unheard of. The poisons that are used to kill predators, secondarily kill vultures, is a thing called furadan. That is used in agriculture to control parasites for crops. It's very, very cheap, it's very widespread. It inhibits neurotransmission. A bird that ingests this poison is paralyzed and eventually leading to death. One of the ways they show happiness is by flapping around. The harder it rains, the more they flap. Yeah, all of us together. Ah. There we go. Come on.
they can't really do this on their own. They need an opposing force to help them rip the food apart. That's how they feed in the wild. They feed in large groups and they feed off large carcasses that have that weight so they can rip chunks off. Vultures are incredibly useful animals. Because their role is to sanitize and sterilize carcasses, if you have no vultures, all of that proliferates in the environment, it rots, and diseases start to appear. So it's a very tricky situation. These guys do such an effective and efficient job in cleaning up, and without them, hygiene and human health are greatly impacted. Naughty boy. Come on, guys. Das Sterben dieser Geier ist eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit. Over the last 30 to 40 years, it's been estimated that their numbers have declined by 80 to 90% Africa-wide. Ein Ort in Kenia jedoch kennt keine Konflikte zwischen Mensch und Tier mehr. Nahe am berühmten Masai Mara Nationalparks im Naturschutzgebiet Nachulai hat man mit den traditionellen Regeln des Naturschutzes gebrochen. Wie auch anderswo legten einheimische Bauern ihr Land für die Wildtiere zusammen. Und wie in bestimmten Naturschutzgebieten weiden sie dort auch ihr Vieh und wohnen auch selbst dort. Und das ist eine Revolution. Many people doubted that we can create a conservancy and put people within the conservancy instead of removing them. But listen, we did not want a situation where our community is pushed out of their land. That is like turning the community into conservation refugees. We didn't want that to happen. Das 2016 gegründete Naturschutzgebiet Nachulai sieht sich als Vorreiter eines sozialverträglichen Tourismus. Es teilt die Einnahmen aus dem Tourismus gerecht auf und finanziert sich über Crowdfunding. Auch hier können die Wildtiere Schäden anrichten, doch scheint niemand sich daran zu stören. Der Ältestenrat regelt die Probleme des Naturschutzparks Nachulai und trifft Entscheidungen für alle Miteigentümer. Jeder kann sein Problem vorbringen, wie dieser Bauer. Ein Löwe hat eine seiner Kühe getötet. Nelson Olerea, der Mitgründer von Nachulai, kritisiert die Art und Weise, wie man die Tierwelt seit der Kolonialzeit geschützt hat. What has been wrong in the past is the fortress conservation mentality, where the community are not put at the center. In the Masai Mara, for example, it's a multi-billion dollar industry, yet the benefits are barely trickling down to the local communities. Why does poverty continue to show its sign only 1 meter away from the game reserve? Why are the women struggling so hard to push bracelets through the windows of tourist vehicles if the poverty situation has been taken care of? So we need more to be done so that the local community can appreciate having the game reserves in their land. And that's crucial for us as a solution to human wildlife conflict. Local people need to benefit more. And if that happens, there will be less and less conflict.